Hallo, hier mal ein Video zum neuen ROM von Dutti Troll. Es handelt sich hierbei um ein ROM, welches erstmalig Komponenten vom HTC Leo enthält, so auch das neue Manila. Was einem beim neuen Manila sofort auffällt, wenn man es ein bisschen benutzt hat, ist zum Beispiel hier unten die neuen Icons in der Navigationsleiste. Sonst hatte HTC das ja immer schwarz-grau gehalten. Jetzt haben sie hier so ein bisschen Farbe reingebracht. Und nicht nur Farbe wurde ins Spiel gebracht, sondern auch ein bisschen, wie soll ich sagen, Animation. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Handy quer drehe, dann habe ich jetzt hier so eine Slide-Animation, ne? Kann natürlich dann hier mit dem Button zum Beispiel auch zum Album gehen. Oder hier mit dem Play-Button eine Slideshow starten. Das gleiche funktioniert auch bei Musik. Wenn ich das Handy drehe, hier die Covers aufgelistet, auch in einer schönen Animation. Wenn ich ein Cover antippe, sehe ich hier die Titel des Künstlers. Ich muss mal ein bisschen lauter machen. So, wenn ich dann antippe, wird das abgespielt, das Lied. Ich habe das jetzt mal bewusst gestoppt, weil das war doch ganz schön laut. Also wie ihr seht, hier oben immer aktuell die Titel des jeweiligen Künstlers. Das haben sie schon gut gemacht, muss man einfach mal so sagen. Und dann hier ganz normal. Ach ne, hier kann man das die Titel ein- und ausblenden, sehe ich gerade. Ich dachte, hier geht es zur Medienbibliothek, aber da kommt man dann hier rein und hier ist dann wieder alles wie gewohnt, wie wir das bereits kennen. Was vielen Leuten. Was viele Leute interessieren wird, ist wahrscheinlich die SMS-Funktion. Die hat ja in einigen ROMs schon mal nicht so gut funktioniert. Wenn ich jetzt hier auf alle Nachrichten gehe, dann sehe ich alle Nachrichten, die ich bereits verschickt habe. Hier kann ich eine neue Nachricht verschicken. Einfach oben den Empfänger eingeben. Ich werde mal einfach eine Nummer angeben. Dann auf den Text tippen. Schreiben wir mal Test. Oder TED, spielt ja keine Rolle. Und Send. Ich habe mir selbst eine geschickt. Zum einen ist das kostenlos, weil ich im eigenen Netz eine Flat habe. Zum anderen kann ich dann sehen, logischerweise, wie die gleich eintrifft. Der SMS-Report. Also bei dem neuen Manila funktioniert das mit dem SMS-Report anders. Und zwar ist er hier bei den neuen Settings-Menü drin für SMS und MMS. Hier kann ich alles einstellen, was diesbezüglich
einzustellen gibt. Da finde ich dann hier oben und hier den jeweiligen Reportbericht. Ja gut, E-Mail funktioniert wie eh und je. Den Internet-Tab haben einige von euch bestimmt auch schon in einem früheren Manila-Release gesehen, sowie auch den Kalender-Tab. Was hier halt besonders auffällig war, sind der Musik- und der Foto-Tab. Ich habe bei YouTube ein Video hochgeladen, wo man die Kamera-Performance in diesem ROM sich anschauen kann. Ich muss sagen, dass ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber es ist schon erstaunlich. Ich dachte immer, die Kamera in diesem Handy wäre einfach schlecht, weil sie ja nur ruckelige Bilder aufgenommen hat, wenn man jetzt ein Video gemacht hat. Aber Tutti-Treu hat doch wieder gezeigt, es geht auch anders. Ich weiß gar nicht, ob ich das Video noch hier drauf habe. Hier konnte man halt sehr gut sehen, dass die Kamera sehr wohl Besseres leisten kann. Ich bin hier mal so ein paar Meter mit dem Auto gefahren. Das könnt ihr auch bei YouTube sehen, wie ihr seht. Und trotz, dass die Geschwindigkeit vom Fahrzeug jetzt steigt, wird das Bild aber nicht ruckelig. Es bleibt alles schön flüssig. Der Nachteil von dieser schönen oder hohen Geschwindigkeit der Videos ist natürlich, die Qualität ist nicht so berauschend. Also hier auf dem Handy sieht das Video jetzt einigermaßen gut aus, aber man sollte sich das auf dem PC nicht unbedingt anschauen. Also da ist dann die Qualität daneben. Aber ich sag mal, wenn man jetzt ein Video gemacht hat, von was auch immer, und will das mal eben jemandem zeigen, dafür reicht es allemal. Genau. So viel zu den Neuigkeiten der neuen HTC Leo Software. SMS funktioniert wie gesagt auch, also bei mir zumindest. Es gibt auch Leute, die hier wieder von Problemen berichtet haben. Die habe ich jetzt allerdings nicht bestätigen können. Wer zum Beispiel keine SMS senden kann, da kommt dann im SMS-System immer ein Ausrufezeichen. Der kann zum Beispiel mal bei Start Settings, dann muss man hier unten nochmal auf All Settings gehen, unter Connections und Advanced Network kann ich hier unter SMS Service zwischen verschiedenen Übertragungsmöglichkeiten wählen. Ich habe jetzt auf GSM gestellt und es gibt einige Nutzer oder User, die bei denen funktioniert es nur, wenn man auf GPRS umstellt. Also das ist scheinbar bei jedem unterschiedlich, oder nicht bei jedem, aber regionsbedingt, sag ich mal. Hier in Deutschland funktioniert es ja bekanntlich über GSM, und wenn es aber nicht über GSM funktioniert, kann man ja GPRS mal ausprobieren. GPRS funktioniert bei mir wiederum nicht. Beim letzten Miri-ROM war auf GPRS gestellt und da konnte ich keine SMS versenden, habe das aber nicht sofort gemerkt, dass da das falsche Übertragungsprotokoll eingestellt war.